Am sechsten Tag des Trainingslagers in Südtirol bestritt unsere Mannschaft am Mittwochabend ihr erstes Freundschaftsspiel der diesjährigen Sommervorbereitung. Vor über 500 Zuschauern siegte der FCH mit 12:0 gegen die Eisack Rinz-Auswahl. Diese bestand aus Spielern von 9 verschiedenen lokalen Vereinen. Trotz des bisher intensiven Trainings zeigte unser Team direkt, in welche Richtung es gehen sollte. So verbuchte Thomas Keller schon in der 9. Minute das erste Tor des Tages. Ebenfalls trafen im Verlauf des Spiels noch Adrian Beck, Niklas Beste, Tim Kleindienst, Florian Pick, Marvin Pieringer und jeweils doppelt Dennis Tomalla, Stefan Schimmer und Erim Dingschi. Einziger Wermutstropfen des Spiels war das schmerzhafte Umknicken von Kevin Sessa, spät im Spiel, 5 Minuten vor Ende. Abgesehen davon, so erklärte später auch Cheftrainer Frank Schmidt, sei es auch um den Spaß gegangen. Zwar sei den Spielern die Müdigkeit anzumerken, doch ging es auch darum, ein Dankeschön an den ASV Natz, den Ort, das Hotel Jonathan und die Tourismusgenossenschaft Natz Schaps zu senden, die gemeinsam im Trainingslager für perfekte Bedingungen sorgen. Alles in allem war es also ein Freundschaftsspiel, das seinen Zweck voll erfüllt hat und ein tolles Erlebnis für alle Fußballfans vor Ort war. Insgesamt bin ich zufrieden, beide Halbzeiten 6-0. Wir haben sehr viele Chancen noch rausgespielt, noch ein paar liegen lassen. Aber ich denke ganz normal, dass der ein oder andere Abschluss da nicht gesessen hat, weil logischerweise nach einer Woche die erste Müdigkeit in den Beinen und im Kopf drin ist. Aber wir haben den Ball gut laufen lassen, haben Gegner eine Chance hatten sie, gut kontrolliert. War mir einfach wichtig nach einer Woche, dass die Jungs einfach jetzt auch spielen können gegen den Gegner, ein bisschen Spaß haben können, weg von der Arbeit, die wir letztendlich auch jeden Tag hier haben oder die Spieler vielmehr. Und deswegen bin ich zufrieden, ja. Wir sind in der Vorbereitung. Gerade die ersten 2, 2,5 Wochen sind intensiv. Da ist dann oft so, dass in solchen Spielen natürlich dann ein bisschen die Frische fehlt, aber das ist nicht schlimm. Ich möchte sehen, dass wir uns dann trotzdem bewegen, dass wir den Ball laufen lassen, dass wir Chancen rausspielen, dass wir natürlich die Fehlerquote so gering wie möglich halten. Und deswegen sind dann solche Spiele auch zwischendrin mal gut. Mit den Bedingungen, mit dem Verein hier, wie sie uns unterstützen, wie sie wirklich auch alles dafür tun, dass wir beste Bedingungen haben mit dem Hotel, mit dem Tourismusverband, sind wir sehr zufrieden. Das ist herausragend, was geleistet worden ist. Aber ich wollte sagen, jetzt die Verletzung von Kevin Sessa, der leider umgeknickt ist. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist. Wenn das nichts Gravierendes ist, dann bin ich mehr als zufrieden. Ja, persönlich schon sehr zufrieden. Ich glaube, ging vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich merke schon, bisschen die Beine, dass die schwer sind. Trotzdem 2 Tore gemacht, ich glaube auch 1 aufgelegt und ich hoffe, dass es so weitergeht.